Ein Tag leben wie Cristiano Ronaldo. Spieler aller Zeiten. Vielleicht auch der Beste. Nervt. Kein Pause. Und ich habe mich gefragt, wie der Mann es geschafft hat, 15 Jahre lang auf höchstem Niveau zu performen. Um das herauszufinden, werde ich, Ome Zuelo, Langzeitstudent und Kreisligaspieler, versuchen, einen Tag lang wie der größte Fußballer aller Zeiten zu leben. Ich lebe einen Tag Cristiano Ronaldo. Okay, Chat, guck mal, jetzt mal eine Frage von mir. Stellt euch vor, jemand bietet Ronaldo 1 Milliarde Euro, dafür müsste er einen Monat lang in so einer Holzhütte leben. Denkt ihr, der würde das annehmen? Weil ich frage mich, Chat, es gibt Leute, die sagen, warum hat Mbappé nicht den Deal nach Dubai angenommen zu Al-Hilal 300 Millionen? Hä? Ich denk mir, Bruder, seid ihr dumm? Als ob Mbappé noch Geld braucht, sind die dumm? Das ist wie wenn man zu mir sagt, Digga, du kriegst jetzt eine Frau in deine DMs, aber dafür müsstest du so, keine Ahnung, müsstest du jetzt eine Tastatur essen. Ich würde es nicht machen, weil ich habe ja eh genug, wisst ihr? Das ist einfach 6 Uhr, Digga. Ja, okay, okay, ich habe keine Frauen in meinen DMs. So, jetzt f*** ich euch. Wer ist das? Wer ist das? Seit Dienstag ungelesen und du bist seit 21 Jahren un... 26, ich hab noch 20 Minuten im Bett gelegen. Welcher Hund steht freiwillig zu früh auf, Digga? Sag's mir. Was ist das für Geheimatdenken? Toter! Low Key Chat, diese Haare hier vorne saven Omet. Diese Haare hier vorne saven Omet. Doch Ronaldo, der hätte mit 38 Jahren nicht den Körper eines 21-Jährigen. Bro, die ist noch in der Dusche, chill. Wenn er nicht direkt am Morgen seine erste Trainingseinheit absolvieren würde. Das Ding ist, er trainiert ja nicht mal einfach so normal. Das wird jetzt keine 45-minütige lockere Einheit, sondern der Mütter, Digga. Also der geht richtig rein, Bruder. Beim Training fokussiert sich Ronaldo nicht darauf, viel Gewichte zu stemmen, sondern darauf, was ihn auf dem Platz einen Vorteil bringt. Weshalb er sich eher auf die Explosivität und Funktionalität der entsprechenden Körpergruppen konzentriert. Loki, Sesti, Übungen, ernst. Platz einen Vorteil bringt. Weshalb er sich eher auf die Sesti, könnt ihr mir nichts erzählen? Er geht in eine Blowjob-Position. Explosivität und Funktionalität entsprechend. Das ist Pause. Come on. Come on. In den Körpergruppen konzentriert. Für die Explosivität macht er Boxjumps. Digga, Omet macht das ja wirklich. Kniebeuge, Deathjumps, Leatherbounce und Burpees. Digga, die explosiven Sachen sind over. Hat er gefurzt? Sind over. Ey, Chat, wisst ihr überhaupt, wie alt Omet ist? Ey, ich vergesse manchmal, wie alt die Jungs alle sind. Sydney 25, Eli 25, Willi 25, Omet 26 oder so, Kalle 25, Bruder, oder 24, Bruder, die sind alle voll alt. Wir sind die New Generation, Digga. Hamed ist 23, Chat. Ich unterschätze das voll. Ich bin 21, Luca. Ich werde nächstes Jahr 22. Ich bin 21. Ich sehe zwar aus wie 31, aber ich bin 21, Chat. In 4 Tagen 23. Echt, Bilal? Aber hoffentlich mal in 4 Monaten unter 100 Kilo, du F***. Stark, halt, Trainer. Jetzt gehen wir über in die Kraftdinger. Das heißt Liegestütz, Sit-Ups. Omet, wie du die ganze Zeit vergessen, wie immer. Es gibt Quellen im Internet, okay? Die viel Scheiß labern, aber viele Quellen sagen, dass Ronaldo am Tag nicht 300, sondern 3000 Sit-Ups macht. Das ist Cap. Das muss Cap sein. Ich kann das nicht glauben. Bei den letzten Übungen fehlten mir nicht nur die Haare auf dem Hinterkopf, sondern auch die nötige Kraft. Ey, Omet muss dringend Türkei, ja, brüderlich. Weshalb ich dann schon sehr, sehr froh war, dass die Trainingssession sich dem Ende neigte. Toter Fitness-Typ. Tote Fitness. Nach der anstrengenden ersten Einheit musste ich noch die Lebensmittel kaufen, die Ronaldo braucht, um zu frühstücken. Ich glaube, hier würde Ronaldo auf Erdbeeren werfen. Boah, Chat, das ist, glaube ich, die beste Theke der Welt, ne? Wisst ihr, was ich mir hier gerne hole? Ich habe mir in der Schulzeit gerne diese Pizzastückchen geholt, wisst ihr? Diese Pizzastückchen? Boah, die haben so gut geschmeckt. Oder diese Donuts. Meine Mutter sagt immer Donuts. Geflügelrolle, auch stark. Ich fand immer diese Nuss-Nougat-Croissants. Nee. Zusammenbekommen. Wir brauchen Beeren, Joghurt und Käse, weil ich den Rest schon zu Hause hatte. So, Freunde, Frühstück ist ready. Es gibt hier einmal Joghurt mit Beeren, Haferflocken, Kokosraspeln, Kakaonips und Honig und Zimt. Oh. Mal ein richtiges Studentenfrühstück. So, der fährt gleich mit Fahrrad 3 Kilometer und so 30 Kilometer, so Berge hoch und so. Und ein Vollkornbrot mit Schinken und Käse. Das ist jetzt bei mir in dem Fall veganer Schinkenspicker von Rügenwalder. Chad, der ist Veganer. So, dann guten Appetit. Ich wollte gerade sagen. Der Typ, ne?
Guten Appetit. Nach einer kleinen Dusche und dem Essen geht es für Ronaldo jetzt eigentlich zu einem kleinen Nap, der 1,5 Stunden lang geht. Das Problem ist also, wir haben gerade 9.30 Uhr, ne? Und ich habe um 9.45 Uhr eine Vorlesung mit zwei Möglichkeiten. Entweder Vorlesung, den ersten Nap, oder machen einfach Throwback 2020, 2021 Corona-Zeiten, als man Online-Unterricht bzw. Online-Vorlesung hatte. Ich glaube, ich entscheide mich für zwei, Digga. Chat, das war ich 2020, als ich studiert habe. Wirtschaftswissenschaften, das war ich, Chat. Vivi, immer schön gechillt. Beste. Oh, Online-Uni war so geil manchmal, Chat. Oh, es war so entspannt. Ich hatte um 7 Uhr Vorlesung, mein Wecker 6.59 Uhr, ernst. Wecker um 6.59 Uhr. Reingegangen, zur Seite gelegt, weitergepennt. Wer hat um 7? Ich meine um 8, sorry. Ich hatte um 8. Oder FIFA nebenbei Rewards geöffnet. Ronaldo in die zweite Trainingseinheit, nämlich dem Individualtraining oder dem Mannschaftstraining. Bevor es ins zweite Training geht. Also 90% euch hat auch viel online, Vitalet. Kein Ball, Digga. Ich bin ja Fußball zu Hause. Ich glaube, nichts Chat, würde besser passen. Ganz kurz, ich werde ja noch ein Video machen darüber, ob ihr studieren solltet. Das kommt vielleicht nächste Woche, Chat. Ich möchte auch hier in diesem Video festhalten, was für ein Downgrade Bundesliga-Bälle bekommen haben, Digga. Wie hässlich da aussieht, plus ein Derby ist am Tod. Fürs zweite Training würde kein Ort besser passen als der Ort, wo Omezuela das Fußballspielen gelernt hat. Das wird emotional. Toter Platz. Wo sind die Tore, Digga? Also hier werden die größten Stars geboren, by the way. Immer zwei Tore. Dann hat man bei uns Fördern gespielt. Das heißt Tor zu Tor. Oder einmal probiert. Was ist denn, was ist Fördern? Auch weg plus abgesperrt, hä? Was sind, Digga? So, Dickerchen, es geht rein in die zweite Trainingseinheit mit leicht dieselnden Regen. Was heißt Fördern? Aber ich glaube, das juckt Cristiano Ronaldo. Schneller 16er? Ich ruf ihn an. Wie immer einfach anrufen. Hallo, hier ist die... Auch nur sehr wenig, egal wie die Wetterverhältnisse sind, egal wie die Leute da draußen... Mein Bruder Omet. Freunde, merkt euch eine Sache. Who is the best player in the world ever? Dio! Mich. Das mit der Binde sieht ein bisschen zu fass aus, meiner Meinung nach. Sieht lieber ab. Auch in der zweiten Trainingseinheit lag der Fokus in der Explosivität, weshalb hier einige Übungen einer Koordinationsleiter mit anschließendem Sprint absorbiert worden sind. Zudem noch einige Dribblingübungen, wo man sich darauf konzentriert hat, eine enge Ballbehandlung zu haben, was für das Spiel... Daran merkt man, der hat zu viel Zeit. Tor zu Tor. Ach, von Ronaldo ein echtes Markenzeichen ist. Der hat einfach Langeweile, Bruder. Okay, das regnet hier schon ein bisschen stärker, Digga. Handy ist ein bisschen zu gefährlich, Digga, wegen zu viel Wasser drauf und so. Aber ich zieh das jetzt durch und dann hören wir uns gleich, okay, wenn ich fertig bin. Digga. Nach dem Video gehen wir ins Horrorgame rein. Sagen, wer höher springt, ich oder Cristiano Ronaldo? Stell dir vor, der Ball kommt hoch. Ja. Kommt hoch. Das ist doch so Quatsch. Ja. Jetzt ohne Ball. Einer von denen hat Messi-Trikot an, Digga. Er macht gerade Tor, macht Sü. Aber falls ihr auch mal wollt, dass ich einen Tag lebe wie Messi, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare, abonniert den Kanal und... Okay, Chat, let's go. Like das Video, Digga, dass ihr Bescheid weißt. So, Freunde, nach dem zweiten Training steht auch die zweite Mahlzeit an hier bei der Salatbar. Ich zeige euch ganz kurz, was Ronaldo so gerne am Mittag. Reicht, Nova, reicht. Nach einem harten Training und nach zwei, ja dann doch etwas härteren Einheiten, gibt es für Ronaldo eine Sache, die fast jeden Tag auf seinen Essensplan kommt. Und das ist Hähnchen mit Salat. Boah, das sieht sogar gut aus, ja. Das ist der Mann jeden Tag. Diese tote Rewe-Salat. Und dem schließe ich mich auch an, Digga. Let's go. Okay, Freunde, nach der zweiten Trainingseinheit. Nichts, Spieler, nichts. Geht's jetzt zum Guck ab, Dennis. Also er schläft jetzt wieder nochmal 1,5 Stunden. Und dann, Bruder, beste Leben. Also, beste Leben. Also low-key, Ronaldo hat ehrlich geiles Leben, ja. Stunden. Und plus der zweiten Mahlzeit geht's jetzt zum zweiten Nap. Also er schläft jetzt wieder nochmal 1,5 Stunden. Der pennt einfach so ganz zweimal am Tag, Digga. Bruder, beste Leben. Also ohne Trainingseinheiten, ohne diese strikte Ernährung. Eigentlich geil, Digga. Okay, Nap 2 wurde geschafft. Ja, der geschafft. Lebt. Und ab jetzt wird's etwas entspannter, Freunde. Nach dem zweiten Nap kümmert er sich um seine Unternehmen wie seine Modemarke, Hotels, Museum, Fitnesscenter, Haartransplantation. Hat er? Eine eigene Haartransplantation-Firma. Ich will safe da machen. Please, please, I need you, bro, I need your help. Look at me. Und Werbedeals. Apropos Werbedeals, Ronaldo macht wirklich fast jede Kacke Werbung. Und die Summen, die er da für die Deals einnimmt, liegen nicht.
nie unter 1 Million. Wir nähern uns dem Ende des Tages und somit auch der letzten Mahlzeit. Ey, Chat, würdet ihr behaupten, dass jeder Mensch Ronaldo kennt? Also jeder Mensch kennt doch Ronaldo, oder nicht? Stellt euch vor, Chat, Ronaldo läuft jetzt durch Frankfurt. Wollt ihr mir jetzt gerade nicht sagen, dass jeder Mensch einfach auf ihn zulaufen wird? Stellt euch vor, der stellt sich einfach in die Mitte. Bruder, ich glaube, der würde belagert werden. Denn es gibt Hüftsteak. Wieder mageres Fleisch. Das Ding hat einfach 80 Euro gekostet. Tschüss. Ah, es steht 5 Euro, der wusste. Ihr merkt schon, dass das Umfeld hier ein bisschen anders ist, weil Ronaldo hat, als ob sich Ronaldo jetzt an den Herd setzt und hier irgendwie Steak oder so grillt. Deswegen macht das mein Bruder hier. Hey, Mettin! Herr Ronaldo, wollen Sie das Medium Rare oder wollen Sie das Medium Dance? Mir tut es auch so ein Penner, ja. War schon well done, Digga. Das ist nicht Medium Rare, das ist schon... Das ist totgekocht. Well done, Digga. Aber ist gut, ja. Totgebratenes Ding. Einfach kein Tropfen Blut, Digga. Totes Fleisch. Du bist tot. Ja, nee. Todesfleisch. Oh, das hat dann noch getötet, ey. Ronaldo ist auch immer so. Ronaldo ist auch immer so. Todesfleisch. Am Abend nimmt er sich immer Zeit für seine Familie und blockt auch bewusst andere Termine in der Zeit ab, um für seine Frau, Mutter und seinen Kindern da zu sein. Er sieht so gut aus, ja. Das muss man ihm hoch anrechnen, denn egal wie erfolgreich der Mann ist, sich Zeit für seine Familie zu nehmen, steht für ihn an erster Stelle. Das wäre eigentlich ein perfektes Ende für das Video, aber Ronaldo, wenn nicht Ronaldo, wenn er nicht noch eine dritte... letzte Boah, Einheit er hat gar keinen Bock. Absolvieren würde. Denn Ronaldo beendet seinen Tag immer mit einer lockeren Schwimmeinheit in seinem eigenen, natürlich in seinem eigenen Schwimmbecken. Aber ich sag ehrlich, wenn ich ein eigenes Schwimmbecken hätte, Chat, ich glaube, ich würde auch jeden Tag da ein bisschen schwimmen. Das Problem ist halt, Kraulen. Ja, hier in Nürnberg sind die ganzen Schwimmbecken alle zu und immer nackt, boah. Geil, ernst. Ja, vielleicht kann ich auch einfach nicht schwimmen. Was? Willst du nicht? Ja, deswegen müssen wir uns eine Lösung einfallen. Und die habe ich eigentlich relativ parat. Wir gehen einfach laufen. So, fertig umgezogen. Ich werde mir das draußen nicht geben, weil es einfach den ganzen Tag über schon regnet. Deswegen werde ich wieder ins Gym gehen und dort die Laufeinheit absolvieren. Hier, wir sind jetzt auf dem Laufband. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass Ronaldo einfach einen 30-minütigen Dauerlauf macht. Deswegen laufen jetzt erstmal 5 Minuten ein, dann 1,5 Minuten schnell, dann wieder Pause, das Ganze 30 Minuten. Tschüss. Und dann wieder kurz auslaufen. Und dann bin ich dann, Digga. Oder meine Beine. Dead. Einer macht ja richtig ernst, ne? Dead Body. Hier ist mal duschen. Und dann geht's zu Hause, Digga. Ich kann nicht mehr. Macht der Typ das jeden fucking Tag? Der macht einfach jeden Tag Intervalltraining, Dead, ja. Body. Meine Frage im Vorhinein, wie er es geschafft hat, 15 Jahre lang auf höchstem Niveau zu performen, wurde mit Ausrufezeichen beantwortet. Also was der Typ da geleistet hat, ist wirklich alle Ehren wert. Das Ganze muss man einfach respektieren. Wo war der Sprint jetzt? Der ist nach 10 Minuten wieder runter vom Laufband. Jetzt zu haben, immer gewinnen zu wollen, das ist schon auf jeden Fall was, was sich jeder, wirklich jeder abschauen kann. Deswegen war es für mich auch spannend, einen so Tag zu leben, wie er. Ja, das Bruder, Format stark. Ich fand cool, entspanntes Video, lustig so, wisst ihr, bei Ahmed. Ahmed punktet ja nicht mit seiner Qualität, sondern mit seinem Ding, mit seinem Humor.